Hakuna Matata, muchachos! Einen wunderschönen guten Reis und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Loser-Reaction hier auf dem Zigor. Wie ihr sehen könnt, sehen wir hier den guten Tanzverbot, einer der vermutlich bekanntesten und irgendwie auch so beliebtesten. Also er ist jetzt nicht so mega krass beliebt, aber irgendwie ist er so, keiner mag ihn nicht, sagen wir mal so. Der gute Tanzverbot, er hat ein Video hochgeladen, wir müssen reden und wir gucken mal, worüber wir reden müssen. Hallo, ich bin Marvin. Ein wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Vielleicht hat er wieder Investitionstipps, nachdem die Regenbogen-McDonalds-Gläser vielleicht einen neuen Peak erreicht haben und man jetzt sofort reingehen sollte. Ja, man weiß es nicht. Übrigens, Dankeschön, Marcel, für deinen Support. Und ja, wenn ich jemanden vertraue bei irgendwelchen Investitionstipps, dann ist das natürlich der gute Tanzverbot. Tanzverbot. Der ergibt auch einfach einen Fick, ne? Ja. Also ich finde jetzt schon wieder schön die Kameraeinstellung. Er sitzt in so einem sehr schönen Jacke. Sitzt er da. Und die Kamera schön von unten erstmal zum Start des Videos in die Nasenlöcher reingefilmt. Abfahrt. Aber so kennt man den guten Tanzverbot. Es geht um die inneren Werte bei ihm. Auf geht's. Hashtag NoOffense. Yo Leute, was geht? Hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ihr habt schon gesehen, es gab gerade kein Doppelpiece. Das hat einfach den Hintergrund, dass dieses Video ein sehr ernstes Video ist und auch ein sehr beschämendes Video ist, wo ich sehr lange darüber nachgedacht habe, ob es schlau ist, dieses... Beschämend, Marvin? Meinst du, es geht um einen seiner sexuellen Vorlieben? Boah, das wäre doch nicht beschämend, oder? Also das kommt auf die sexuelle Vorliebe an, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, ich will jetzt sofort wissen, warum es beschämend ist. Also Deko, bitte könntest du nicht das Video einfach pausieren, sondern lass uns doch erstmal hören, worum es denn geht. Hallo, by the way, wir müssen ja hier mal ganz kurz so in die Konkurrenz gucken, was so Reactions angeht. Der gute Stay, ein sehr erfolgreicher und bekannter Reaction-YouTuber, hat aus diesem 9-Minuten-Tanzverbot-Video ein 30-Minuten-Reaction-Video gemacht. Ja. Das willst du jetzt toppen, ne? Nein, ich will es nicht toppen, aber ich mache so eine 3 Sekunden kurz hier so für ein bisschen Spaß mit den Zuschauern, so eine kurze Unterbrechung, Alter, und werde immer von Marvin angemeckert, dass ich zu viele Pausen mache. Wenn es wenigstens irgendwie gehaltvoll wären, ja, deine Was Pausen. Was für Gehalt, das ist einfach nur lustig, einfach nur ein bisschen die Zuschauer bespaßen oder irgendwie so. Dann ein bisschen Entertainment, ja, okay. Junge. Danach kann man immer noch irgendwie was Lustiges reinstreuen. Ne, ich mache so Solo-Reactions, alles cool. Wenn ich mit Marvin zusammen Reaction mache, habe ich immer Angst bei jemandem, wenn ich Pause drücke, dass ich angemeckert werde. Nein, nicht berechtigt. Denk an die 30 Minuten von Stay. Okay. Thema zu veröffentlichen, darüber zu reden. Und ich habe mir einfach gesagt, ja, weil ich kann sowas einfach nicht gut für mich behalten. So, weißt du, wenn ich so innerlichen Druck habe, dann ist einfach YouTube oder irgendwas... Klingt wieder nach sexueller Vorliebe. Innerer Druck und sowas. Er kann das bei sich behalten. Okay. Gut, dann nicht. Das wäre immer mein Ventil gewesen. Und in dem Fall muss ich einfach ein Video dazu machen. Deswegen... Hört mir einfach zu, ich erzähle euch eine Geschichte. Genau, Deko, hör zu. Nein, man, es ist gar kein Lustig. Siehst du, er macht auch so Späße zwischendurch. Ja, aber er ist lustig. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan, muss ich sagen. Okay. Ich mach gar keine Pausen mehr. Falls du irgendwas sagen willst, dann mach das selber. Falls du was von mir wissen willst, dann frag nach. Okay. Ich mach jetzt nicht eine einzige Pause mehr. Einziges Thema, ich weiß nicht, warum ich hier schon wieder Späße mache. Es hat auf jeden Fall alles so ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen. Ich war auf einmal in ziemlich wohlhabenden Kreisen unterwegs. Ich will niemandem davon die Schuld geben, das ist schon mal wichtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie die Schuld für irgendwas gebe. Nicht, dass hier jemand anschreibt, ey, du bist schuld. Nein, ich bin schuld. Wohlhabende Kreise, also er hat sich mit YouTubern getroffen, ja? Können wir das bitte so festhalten? Dankeschön. Mit erfolgreichen YouTubern, nicht mit uns. Okay. Ich war in sehr wohlhabenden Kreisen unterwegs und dort wurden wohlhabende Dinge getan, wie zum Beispiel shoppen. Jeder hat teure Klamotten getragen. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, obwohl ich selbst nie klamottenmäßig so krass unterwegs war oder das mich interessiert hat. Das hat mich nie interessiert. Deswegen, wie man sieht. Haben sich da auch einige Leute damals in Insta-Nachrichten und sowas aufgeregt. Hey, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du aus dem Modeopfer geworden? Was ist das denn hier? Irgendwelche Marken? So, ja, ist auch jedenfalls, ja. Also, ich kriege ja immer mal wieder in den Kommentaren zu sehen, dass ich der absolute Schmutz-Outfit-Typ bin. Also, ich laufe ja immer rum wie Schlumbum. Und Deko kriegt immer so richtig krasse Props für sein Oberteil und hier mal wieder. Marvin ist mal wieder mit seinem Krankenhaus-T-Shirt unterwegs. Ich hab halt Geschmack. Und macht da was. Also mir ist das vollkommen egal, was für Kleidung man anzieht. Ich guck häufiger mal so ein bisschen gerade auf Insta und also, sehe so, oh, das sind krasse Outfits, da müsste ich vielleicht auch mal reingehen. Aber weiß ich nicht, irgendwie... Ich muss auch also einfach nicht ein. Die Klamotten, die ich habe, sind ja nicht krass teuer. Ich habe ja kein T-Shirt für 1000 Euro oder so einen komischen Off-Label...
wie heißt das, Versace oder so ein Bums. Montclair. Montclair oder so ein Lachs. Ich habe aber auch heute wieder ein wunderschönes, geiles T-Shirt an, bei dem man einfach sehen kann, was für einen Geschmack ich habe. Fick meine Eier. Fick meine Eier, meine Freunde. Wunderschönes T-Shirt. Hätte sich Tanzverbot einfach mal ein Fick meine Eier-T-Shirt geholt. Alles wäre gut gewesen. Er wäre angekommen bei seinen Kollegen und hätte nur 19 Euro dafür ausgegeben. Und jetzt schauen wir mal, und hundertprozentig hätte er selbst in seinen wohlhabenden Kreisen, mit denen er sich getroffen hat, Props bekommen für ein Fick meine Eier-T-Shirt. Wenn nicht dort, wo dann? Jedenfalls hat mich das inspiriert. Dann habe ich angefangen, auch auf einmal teure Markenklamotten zu kaufen. Dann habe ich zweimal in der Woche teure Markenklamotten gekauft. Dann dreimal, dann viermal. Und ja, was soll ich sagen? Daraus hat sich dann so eine... Mach mal Stopp. Naja, so eine kleine Kaufsucht entwickelt. Ich darf ja nicht mehr Stopp machen jetzt. Für den Style, für wie es aussieht, ist es vollkommen egal, ob das ein weißes T-Shirt ist von Zara oder ein weißes T-Shirt von... Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Off-Label oder White-Label oder irgendwie sowas. Nur kostet das T-Shirt von Zara halt 20 Euro und das von Off-Label, White-Label, ja, was ich weiß, kostet halt 500. Würde ich nicht das komplett unterschreiben. Die Passform ist ab und zu schon anders. Die ist bei Zara aber schon auch nicht schlecht. Meistens. Ja. Muss natürlich gucken, wie der Schnitt gerade ist. Aber es macht eigentlich vom Style her kaum Unterschied. Kaum bis gar keinen. Ne? Also der Schnitt ist natürlich eine Sache. Aber die ganzen Massen... Off-White meinst du, genau, off, also Off-Label, White-Off, wie auch immer. Jedenfalls teuer. Die machen das ja auch bei den ganzen teuren Marken nach. Also die kopieren ja die meisten Sachen einfach, die Schnitte zumindest. Ja. Das ist ja häufig einfach abgeguckt. Also deswegen, ihr müsst keine 300 Flocken für ein T-Shirt ausgeben oder sowas. Ein weißes T-Shirt von Zara tut's auch. Eko und ich waren damals richtige Tommy. Ich bin immer noch Fan. Großer Tommy-Boy. Echt? Immer noch Tommy-Boy? Ich trage die immer noch sehr, sehr gerne, ja. Ich habe die damals in der Uni sehr gerne getragen. Die kosten ja auch schon ein bisschen was, ne? Aber die sind jetzt nicht Montclair-like, ne? Also du musst nicht irgendwie Geschäftsführer sein, um die ist, finde ich, so eine. Genau, ja. Also Tommy Hilfiger, finde ich, ist von der Preisklasse her ein okayes Ding. Also da hast du, ja, eine Jeans kostet 120 Euro. Ist jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht günstig. Aber ich sag mal so, das ist so einem normalen, ja, Bereich. Und da bist du schon hochwertig, also finde ich. Also 120 finde ich schon sehr, sehr viel Geld. Ja, für eine aber Jeans. Sehr, sehr viel Geld. Naja, sehr viel Geld nicht, nee. Also sehr viel Geld finde ich das nicht für eine Jeans. Die gibt es um einiges teurer. Und ja, gibt es. Also ja, ich trage die auch. Ich hab gerade erst vor 2 Wochen meine letzte Tommy Hilfiger Jeans aus dem, wie heißen die Läden? Outlet? Aus dem Outlet aus L.A. weggeschmissen. 2018. Also 4 krass. Jahre, ja, habe ich die getragen. Ne? Also die sind dann ja auch da. Du musst dann ja nicht dreimal eine Woche neue Jeans kaufen. 120 für eine Jeans ist schon billig, sagt Jakob. Ja, achso, ist schon nicht billig, sagt er. Achso, okay. Ich hab nicht gesagt, dass es billig ist. Ich habe nur gesagt, ist ein okayer Preisbereich, finde ich. Würdet ihr auch T-Shirts tragen von zum Beispiel Kick, C&A oder DC? Also ich trage relativ häufig Zara. Bei Kick muss ich sagen, würde ich jetzt nicht reingehen. C&A finde ich voll okay, Zara. Wie gesagt, so Tommy Hilfiger kostet ein weißes T-Shirt, kostet auch irgendwie 30 Euro oder irgendwie sowas. Auch nicht krass teuer. Das heißt, so eine kleine Kaufsucht, das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Ich habe zu Hause irgendwie 200 T-Shirts oder sowas, habe mir immer nur diese dämlichen Klamotten gekauft, die einfach immer nur so einen Minderwertigkeitskomplex aufdecken sollen. Also ich gehe ungefähr einmal derzeit im halben Jahr shoppen. Ungefähr. Also shoppen mag ich halt überhaupt nicht. Nein, ich meine also zusenden. Ja. Ich hab bei Massimo Dutti dieses Jahr dreimal bestellt. Ansonsten glaube ich so ziemlich, also Sportklamotten nochmal irgendwie, ein neues Muskelshirt fürs Training oder eine neue Jogginghose oder so. Aber ansonsten, ich kaufe mega viel, was ich tatsächlich an Klamotten kaufe und aber auch trage zwischendurch zumindest, sind so Merch-T-Shirts von irgendwelchen Musikern, die aber meistens dabei irgendwelchen Alben dabei sind. Ansonsten habe ich dieses Jahr dreimal bei Massimo Dutti bestellt und das war's, glaube ich, sogar auch. Und wir sind im Jahr schon fast durch. Wahrscheinlich Boxershorts. Ich habe mir letztens wieder so eine 10er-Packung Boxershorts geholt hier von, was habe ich denn hier von? Jack and Jones. Ich habe jetzt nämlich alle Boxershorts weggeschmissen, wo so ein kleines oder ein großes Loch drin ist. Irgendwie so am Arsch oder an den Eiern ist immer ein Loch drin. Da habe ich gesehen, Digga, das kannst du doch nicht mehr anziehen, Digga. Du bist älter als 30 Jahre, schmeiß die Scheiße weg und kauf dir neue. Habe ich jetzt endlich mal gemacht. Ja. Ist gut. Ich habe tatsächlich auch noch eine Boxershorts rumliegen, wo noch ein Loch drin ist. Okay, lass mal weiterhören.
ich denke mal 90% der Menschen, die so Modemarken tragen, so teure Sachen, die müssen irgendwas kompensieren. So, es ist einfach, also bei mir war es so. Es ist einfach so. Ich kaufe mir teure Klamotten, um den Leuten zu zeigen, oh, ich habe Geld, guck mal her, oh, wow, guck mal hier, Balenciaga, ich habe 400 Euro für ein Shirt ausgegeben. Ja, keine Ahnung, jedenfalls bin ich dann auf einmal so in diese Welt eingetaucht, dann auch immer in irgendwelchen Clubs und dann auch teure das. Ich habe völlig das Verhältnis dazu verloren, weil ich war halt mit diesen reichen Leuten unterwegs, die haben alle Geld, die müssen sich keine Gedanken darum machen, weißt du, aber für mich hat sich dann irgendwann so eine Illusion aufgebaut. Ich finde, jeder sollte sich Gedanken machen erstmal. Also ich finde, auch Leute, die viel Geld haben, sollten sich auch Gedanken über Geld machen. Eigentlich das schon. Sollte man nicht für selbstverständlich nehmen. Wobei, man kann ja auch, wenn wir jetzt mal in unseren Bereich gehen, wir sind ja auch nicht reich, wir verdienen ganz gut. Ja. Aber bei uns ist ja auch so, wenn wir Lebensmittel einkaufen, dann gucken wir nicht auf den Preis. Nee, das ist so mein Luxus, den ich mir wirklich nehme. Das gönne ich mir auch. Also ziemlich so. Manchmal gucke ich schon noch, okay, da ist jetzt hier eine Mozzarella-Kugel, die hier läuft morgen ab, 30% reduziert, okay, dann nehme ich halt die mit. Aber ansonsten so beim Einkaufen, wenn ich Lebensmittel kaufe, gucke ich nicht wirklich auf den Preis. Und das ist ja auch schon zumindest so leicht angefangen, natürlich auf Anfängerlevel, so keine Gedanken ums Geld machen. Ja. Und aber ist halt auch im sehr kleinen Bereich. Aber ich sag mal so, statt mir irgendwelche Kleidung zu gönnen für 400 Euro pro Oberteil, was er gerade gesagt hat, ich lieber zu Revo oder, keine Ahnung, Lidl und kaufe da ein, ohne darauf zu achten, was kostet jetzt wie viel. Also im kleineren Maßstab gönne ich mir da was. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, das hat ja nicht den Mehrwert jetzt für einen selber, nach außen hin zu flexen. Das ist sich selber was Gutes tun und diese Kleidung ist ja einfach nur, um nach außen hin eine bestimmte Außenwirkung vorzugeben. Das ist ja ein komplett anderer Ansatz. Da muss man auch immer gucken, in welchen Kreisen man unterwegs ist, wie Tanzverbot ja auch schon meinte. Ja. Weil so, also du musst dann ja auch in einem Kreis unterwegs sein, der halt Wert auf sowas legt und dich dann auch für sowas irgendwie mehr achtet oder dir mehr Respekt entgegenbringt, wenn du jetzt teure Klamotten trägst. Ja, die Frage ist jetzt, hätten sie... Und das sind sowieso eigentlich Leute, mit denen ich mich jetzt so nicht auf... Ja, dito. Auf alltäglicher, freundschaftlicher Basis abgeben will, muss ich sagen. Deswegen würde ich gerne wissen, ob er diese Person als seine Freunde sieht und er wollte einfach nur angleichen, er wollte auf deren Niveau sein oder sind das nur so Arbeitskollegen, er wollte auf deren Niveau kommen, weil dementsprechend kann ich es verstehen oder eher weniger verstehen. Okay, by the way, Mario schreibt noch, kommt auch aufs Kleidungsstück an, T-Shirt lohnt sich kein teures, aber Winterjacke oder so lohnt sich schon teuer zu holen. Ich habe auch das teuerste Kleidungsstück, was ich in meinem Leben jemals gekauft habe, waren 750 Flocken für meine Parajumpers Winterjacke. Ich hol kurz meinen teuersten Shit. Im Dezember 2017 trage ich heute immer noch, 6 Jahre später. Deko, den Mantel hier. Den habe ich mir damals für Moskau geholt, als wir in Moskau waren. Das ist dein teuerstes Kleidungsstück? Also wenn ich jetzt Anzüge, nicht mal Anzüge waren so teuer bei mir. Nee, das war mein teuerstes Kleidungsstück. Nicht mal dein Hochzeitsanzug? Das ist ja ein ganzes Outfit, ne? Also wir reden ja hier von einem Teil. Ja, also, deswegen kann man das, glaube ich, schwierig vergleichen. Aber auch der Anzug war nicht so teuer. Nö. Also, das ist ja wirklich das teuerste Ding. Krass. Okay. Was hast du? Du hast 650 für eine Wellenstein ausgegeben? 750 oder? Für Parajumpers, Winterjacke. Parajumpers, okay. Ja. Auch könnte hinkommen. Moskau war auch so 2017 oder so, ne? Ja, hält schon lange. Wie gesagt, da irgendwie ist nur die Tasche im Inneren kaputt. Die muss mal zugenäht werden. Da fällt mir alles in die Jacke rein, aber sonst. Ist die noch wie neu, ne? Also manchmal heißt es ja auch wie von Oma und Opa, kauf günstig, dann bezahlst du dreimal oder so. Oder wie geht das Sprichwort? Kauf billig, kaufst du dreimal oder so. Irgendwie so, ja. Aber ich habe, wie gesagt, auch seit 2017 meine Winterjacke. Und ich finde das dann war ja teurer. Und ich habe mir damals aber auch, ich hatte echt schlechtes Gewissen, mir eine Jacke zu kaufen für 750 Euro. Aber 6 Jahre später trage ich sie immer noch, alles nice. Ja, dann abfahren. Cool. Wenn ich irgendwie auch reich bin und dazugehöre und dann das, ey, kommst du hier mit, ah ja, da 1000 Euro, die nach da, das habe ich alles mitgemacht, so, dann war es auch so peinlich, nein zu sagen, dann hat man das gemacht und Wer billig kauft, kauft zweimal, Dankeschön, du Soyid. Okay, abfahren. Mugiwara hat das mit mir gerade reingeschrieben. Okay. Er sagt gerade so, ja, da ist man auch, dann will man nicht nein sagen, wenn die dann im Restaurant das Steak mit Goldstaub bestellen. Ist ja das peinlich, nein zu sagen. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Dazu kam dann halt auch eine gewaltige Inaktivität, kann man dazu sagen. Also nicht nur, weil ich dann in der Zeit halt auch kopftechnisch Stress hatte wegen privaten Problemen, weil man halt immer viel Streitereien, dies, das.
Dadurch war man dann auch viel kopfbelastet, war nicht mehr online. Ganz, ganz kurz, wenn er sagt Inaktivität, dann gucke ich mal sein letztes Video. Also ich denke, wir können schon mal kurze Fazit ziehen. Es geht hier um Geldprobleme beim guten Tanzverbot. Ja. Und das überrascht mich halt richtig krass, weil er ist ja nicht erst irgendwie seit 2 Jahren in YouTube unterwegs. Und eigentlich, wenn ich Videos sehe von Tanzverbot, sind die auch immer sehr gut geklickt. Mhm. Jeder mag ihn eigentlich, jeder reagiert auf seinen Kram, er ist bekannt wie ein bunter Hund. Ich weiß halt nicht, wie viele Videos er rausbringt, wie viele Klicks er quasi insgesamt so im Monat auf seinen Channel hat. Das letzte Video war vor 3 Monaten, davor vor 9 Monaten, dann ein Jahr. Also er hat wirklich in den letzten fast 2 Jahren wahrscheinlich irgendwie so eine gefühlte Handvoll Videos vorbei. Ja. Sagen wir mal. Aber ich glaube, er hat ja gesagt, willkommen auf diesem Channel. Vielleicht hatten wir noch andere Channels. Ah, okay. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist er auch eigentlich eher Streamer als YouTuber. Also vielleicht ist er eher bei Twitch oder bei YouTube Streams unterwegs. Wobei YouTube Streams müssten ja dann da auch gezeigt werden, glaube ich. Ich schau mal gerade kurz bei Social Blade. Die 30 Minuten Reaction toppt ihr. Hier, Tanzverbot. In den letzten 30 Tagen hat er 134.000 Klicks gemacht. Okay, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, ne. Was würde er da so, ja, ne, keine Ahnung. Kann ich nicht mal also mit 134.000 nee. Klicks? Ja, das ist nichts. Dann machst du also unter 1.000 Euro oder ungefähr 1.000 Euro vielleicht. Wenn du eine gute CPM hast. Ja, ich würde sagen, viel weniger, Brudi. Okay, ja gut, dann schauen wir mal weiter rein. Also er ist auf jeden Fall inaktiv, kriegt vielleicht weniger Geld rein und jetzt geht's weiter. Nicht online sein bedeutet als Influencer, man verdient kein Geld oder man generiert kein Geld. Das bedeutet, ich war dann auf einmal broke, konsumabhängig, süchtig, habe sehr viel Geld ausgegeben, aber habe zur anderen Seite kein Geld mehr oder verhältnismäßig wenig Geld eingenommen. So läuft das denn auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin nicht einer von diesen extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Nein, ich bin jemand, der kaum Deals angenommen hat in seinem Leben. Fängt es an zu regnen? Ich muss dazu sagen, Deals haben wir auch sehr wenig angenommen. Aber ja. Ich frage mich gerade, er war eine sehr lange Zeit inaktiv. Ich frage mich immer, wie die das dann machen, weil guck mal, wir sind seit 10 Jahren, sind wir jetzt wirklich auf dem YouTube-Markt und wir haben uns nie... Wir ballern jeden Tag 3 Videos raus. Digga, wir haben eigentlich seit 10 Jahren. Ja, wir haben nie uns irgendwie für eine längere Zeit mal zurückgelegt oder so. Ich weiß gar nicht, was macht man denn dann die ganzen Monate? Weil wir haben ja zumindest nebenbei auch noch studiert, ne? Also wir haben eiskalt unser Studium auch noch... Okay, das haben wir ja die... letzten Semester vielleicht nicht unbedingt zu 100% durchgezogen, aber am Ende des Tages gemacht nebenbei, haben wir unser Studium durchgezogen, ne? Dann frage ich mich, was machen die denn dann nebenbei? Ich finde es auch so, ja, ich weiß auch nicht, also auf krasse Partys gehen wahrscheinlich und so, ne? Digga, wir haben aber alles ich muss auch sagen, so, wenn ich überlege, so, was machst du mit der Zeit? So, wenn ich am Wochenende wirklich sage, ich mache nichts für YouTube, dann denke ich mir schon so, kacke, Alter, ich muss noch irgendwie zumindest... Die Sachen einstellen, irgendwie Steuersachen zurücklegen, irgendwas. Also wenn ich, oder auch als ich krank war mit Corona, in der Woche sogar noch schlimmer, Alter, in der Woche, dann kriege ich richtig, dann stellen sie mir die Nackenhaare auf und ich denke mir so, scheiße, Digga, irgendwas musst du arbeiten, irgendwie produktiv sein oder so. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist, einfach mal zu sagen, 3 Monate mache ich jetzt nichts. Ist natürlich auch eine krankhafte Arbeitseinstellung, das muss man ganz klar sagen. Aber selbstständig ist nun mal selbstunständig. Das wird sich vielleicht irgendwann, wenn man nicht mehr in dem Bereich ist, sich legen, dass man auch mal richtig abschalten kann und wenn man krank ist, dann ist man krank. Aber das kenne ich von mir selber auch. Aber gut, ja. Hören wir es mal selber wieder rein hier. Der kaum Deals in sein Leben angenommen hat und generell auch wirtschaftlich nicht der schlauste Mensch war. Grüße geht raus an die Shit-Crypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Aktien habe ich auch Minus gemacht. Ich habe ist auch egal. Jedenfalls. Also wenn er es verkauft hat, dann war es natürlich nicht ganz so smart. Aber wenn er die Scheiße erstmal hält, kann es vielleicht irgendwann nochmal bessere Tage geben. Aktien. Ich bin gerade 4% im Plus mit Take-Two, also GTA-Aktie. 4%. Haben die Leute reingeschrieben, das wurde schon alles eingepreist, das ist ein dämlicher Fehler. Ja. 3.000 Euro einfach mal rein. Weil, 2.000 ja. Euro? Okay, machen wir weiter. Jetzt, aber Kryptos, ne? Die Realität ins Auge gedrückt. Dann guckt man mal aufs Konto und dann sieht man so,
oh, also jetzt ist langsam so der Moment, wo man sich sagen sollte, jetzt sollte ich mal ein Päuschen machen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen regenerieren und mich auch mal wieder auf das besinnen, was mein Leben eigentlich ausmacht. Und das ist ja nun mal das Internet. Das ist ja nicht nur ein Ding, wodurch ich Geld Boah, das ist aber schwierig, oder, die Aussage? Ich muss auch, also Alter, genau das habe ich mir auch gerade gedacht, zu denken, okay, jetzt wird das Geld knapp, jetzt muss man mal wieder gucken, dass man online geht und Internet macht. Was denn ausmacht, das Internet? Also das natürlich ist, hat er also da auch ich glaube, das ist echt unglücklich formuliert, glaube ich, von ihm. Ja. Aber es ist ja, also vielleicht spielst du auch mit rein, ne? Weil ich meine, wir machen das ja, unseren YouTube-Kram haben wir gestartet und machen ihn immer noch, ja. Weil es uns Spaß macht. Und macht ihn immer noch jeden Tag gerne, weil es uns Spaß macht. Und dann finde ich halt so eine Aussage zu sagen, okay, ich habe jetzt 3-4 Monate gechillt. Mein aber ich Geld definiere knapp, mich nicht. Jetzt muss ich mal wieder online gehen. Finde ich schon schwierig damit eigentlich. Ja, ich definiere mich aber nicht mit dem, was ich im Internet mache. Ich bin ja noch, mich gibt es ja auch noch irgendwie anders, weißt du? Und es hört sich gerade bei ihm so an, als wäre er nur das. Es gibt keinen anderen. Aber okay, machen wir weiter. Wirtschafte, sondern das ist ja auch einfach mein Leben. So, das ist ja, es hat mich ja rausgeholt aus meinen nur zu Hause sitzen. Ich habe Videos gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt. Das ist ja mein Leben. Ich mache das gerne, ich streame gerne. Und das hat sich alles irgendwie so ein bisschen abgewendet, weil ich auf einmal nur noch in so Kreisen unterwegs war, immer so KDW, ich gehe jetzt Steak essen. Und der Gastwirt, der kommt gleich nach vorne und gibt mir die Hand. Ach, schön, Sie wiederzusehen. Hier, wir haben Ihren Stammplatz. Und das ist alles, was ich nicht missen wollte. Oh, das ist so super toll. Oh mein Gott, wie man hier umgarnt. Das erinnert mich richtig, ja. Ja, kommen wir zum Punkt. Ich bin pleite. Das hört sich lustig an, aber es ist einfach so, ich habe vor ungefähr anderthalb Wochen habe ich einen Anruf bekommen von meinem Steuerberater, der aber schon seitdem 2 Wochen mit mir telefonieren wollte. Dann hat er mir aber auf WhatsApp geschrieben, ey du, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz dringend 2021 und 22 oder irgendwie so 21 fertig machen, weil sonst gibt es Zuschüsse oder nee, wie heißt es? Versäumnis, genau. Dann gibt es so Versäumniszuschüsse vom Finanzamt, weil ich nicht abgegeben habe. Ja, ich habe mich lange Zuschüsse gedrückt davor, weil ich Angst hatte, dass... Ja, es sind Zuschläge und Versäumniszinsen wahrscheinlich auch noch. Aber krass, ne? Ich bin also Generation YOLO, Alter. Und deswegen hab immer Plan B, also erstmal Plan B, ja? Hab irgendwas in der Hinterhand, irgendwie eine Ausbildung oder. Aber das hört sich jetzt gerade, muss ich sagen, echt nicht gut an. Also wenn er jetzt schon pleite ist und jetzt quasi erst für 21 den Abschluss macht. Ja. Was macht er, wenn da noch jetzt irgendwie, ich weiß ja nicht, wie 21 lief bei ihm, ne? Aber wenn es da irgendwie gut lief und eine Nachzahlung machen muss oder irgendwas. Und 22 kommt noch, wo er Videos gemacht hat. Und dann kommt noch 22, nee, er hat ja wahrscheinlich dann in 23 Minus gemacht. Ja. Aber du musst dann auch erstmal noch 22 machen und da zahlst du dann eigentlich noch die Steuern, also quasi mehr Steuern, wenn 21 besser lief. Ja. Dann kommt das auch noch und dann kommt erst 23. Aber, wie bei uns vielleicht, Deko. Kleine Internas, Muchachos, wir haben 21 und ich glaube 22 haben wir, glaube ich, angefangen weniger zu verdienen, haben aber trotzdem gleich viel Steuern gezahlt, weil das Finanzamt dann natürlich das, auch, ja. Muss ja so ein bisschen planen und so, ja, den ziehen wir mal so viel ab und dann kann es auch sein, dass man wirklich auch was zurückbekommt, weil man ja die ganze Zeit hohe Steuerabgaben hat, aber gar nicht den Einkommensstrom hatte. Deswegen kann es vielleicht, wenn er etwas Glück hat, auch noch so sein, dass er vielleicht zu viel gezahlt hat und zumindest ein bisschen wieder reinkommt. Das hoffentlich nicht erst für 23. Es wird wahrscheinlich wird's ein knappes... Etwas passiert, was ich mir nicht wünschen würde. Ich weiß, dass ich 2021, ich musste schon immer vorauszahlen. Okay. Also vorauszahlen muss man eigentlich, glaube ich, in den meisten Fällen. Ich glaube, man kann es freiwillig machen. Oder wenn man zu spät abgibt, dann bekommt man das von dem Finanzamt aufgedrückt, so dass man dann einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss. Keine Ahnung. Du musst sowieso vorauszahlen, aber die schätzen das dann, die Höhe, wie viel. Genau. Und die eigentlich wird gut schätzen quasi, oder schlecht schätzen. Wenn jetzt 21 bei dir sehr gut lief, also du musst immer im Quartals, ich glaube, es sind immer Quartals, wie er gerade schon sagte, Quartalsvorauszahlung, also alle 3 Monate quasi. Und du musst halt für die 3 Monate deine Steuern vorauszahlen. Und wenn 21 bei dir sehr gut lief, dann passen sie halt dann die Auszahlung, die Vorauszahlung für Januar, Februar, März an deine Einnahmen aus 21 an. Wenn aber dann 22 schlechter läuft, dann zahlst du erstmal mehr Steuern, als du eigentlich einnimmst und dadurch kommt dann halt später eine Rückerstattung. Aber halt auch erst später, nicht schon jetzt. Das ist immer ein schwieriges Ding. Ja, aber ja, Vater, also vorauszahlen musst du immer. Mein Vater war sein Leben lang auch selbstständig und er meinte immer, Marvin, die Hälfte des Geldes erstmal zur Seite legen, das ist dann so Rücklagen für die Steuer
Und erstmal abwarten und gucken. Und das haben wir eigentlich immer ganz gut gemacht, finde ich. Das ist der Grund, weshalb ich mir mein Haus kaufen konnte. Ich hatte immer so viel Schiss vor dem Finanzamt, dass ich einfach diese ganzen Einnahmen, die wir hatten, immer auch nie viel ausgegeben, einfach alles angespart habe. Und dann irgendwann nach 7 oder 8 Jahren hatte ich genug Geld zusammen, das Haus dann zu kaufen, da Eigenkapital für zu haben. Anzahlung, ja. Also diese riesen Ansparung habe ich nur gemacht, weil ich Schiss hatte, dass irgendwann das Finanzamt nochmal zurückkommt und sagt hier, hallo, Ding Dong. Da können wir später auch nochmal gerne was zu sagen zu dem Finanzamt, aber erstmal weiter. Ich habe meinen Steuerberater dafür, der ist sehr gut und bis heute ging auch alles einwandfrei. Ich habe sehr viel vorausgezahlt und ich dachte mir so, ja gut, das sind jetzt, was weiß ich, sind es noch ein paar tausend Euro, die ich jetzt noch nachzahlen muss. Dann haben wir hier schön die Bildschirmaufnahme auf, wir reden übereinander, er geht mit mir die Ausgaben durch. Ich so, boah, krass, krass, crazy, crazy. Viele Ausgaben gehabt, hat er mich auch gelobt für, nice. Dann gehen wir runter zu zahlender Betrag. Ich habe so vor dem PC gesessen. Sie meinen das ernst, oder? Nee, aber jetzt kommt noch 2022. Nochmal der Betrag. Ich bin verschuldet. Ich, der schon Reactions über andere gemacht hat, wo er sich darüber lustig gemacht hat. Wie kann man so blöd sein, dass man Finanzamt... Du weißt doch, dass du Steuern zahlen musst. Wie kann man denn so viel Geld ausgeben? Man weiß doch, dass es nicht einem selbst gehört. Nice. Tanzverbot. KS-Freak. Montana Black hatte das auch. Das Ding ist nur, dass Montana Black immer so gut lief, dass er es auch zahlen konnte, genauso wie seine Spielschulden. Das hat er immer mit Einnahmen wieder ausgemacht. Aber ich sag mal, ja. Hallo, Marvin? Leuten zu sein, die einfach über ihre Verhältnisse leben, dann vielleicht eine gewisse Zeit ein bisschen nichts mehr machen, vielleicht auf Feierei gehen und keine Einnahmenströme mehr haben. Ja, und dann irgendwann dreht sich das Ding, ne? Da irgendwann wirst du auseinandergenommen. Aber ich muss auch sagen, also, dass Tanzverbot jetzt pleite bzw. sogar verschuldet ist, finde ich auch krass. Weil er hat auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, eine lange Zeit sehr, sehr gut verdient. Ja. Und dann wie lange ist Tanzverbot jetzt mittlerweile schon auf YouTube unterwegs und sowas? Seit bestimmt auch fast so lange wie wir, vielleicht ein bisschen weniger. 6 Jahre, 7 Jahre oder sowas. Und dann jetzt noch verschuldet zu sein, also da musste er schon wirklich sehr, sehr krasse Lebensverhältnisse gehabt haben, sehr viel Geld rausgeballert haben. Ganz kurz, die Leute sagen gerade, der Stream hängt, ich habe aber 0 ausgelassene Frames hier, achso, Verbindung, getrennt, hörst du mich noch? Ich höre dich, aber du warst gerade auch ganz kurz weg bei mir. Wiederverbindung erfolgreich, krass. War in der Pause, ich bin wieder da, Muchachos. Also was ich gerade nur sagen wollte, Finanzamt, so, du musst immer unfassbar krass aufpassen. Und falls ihr selber mal selbstständig sein solltet, diese 50% von Marvins Vater hört sich viel an. Aber es ist wirklich besser, ihr habt da was auf der hohen Kante und seid auf der sicheren Seite. Weil das Finanzamt, die machen keinen Spaß. Wenn die Geld von euch haben wollen und ihr habt das nicht, dann ficken die euch aber von oben bis unten. Da gibt es keine Gnade. Ja, und dazu deswegen später lieber ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben. Dazu später nochmal ein paar interner, so. Ich hab... Ey, Digga, du gehst mir richtig auf den Sack. Du Scheißding, kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit anzugehen? Ich bin verschuldet. Ich hab jetzt extrem hohe Steuerschulden. Also jetzt nicht so extrem hoch, dass sie niemals abarbeitbar wären. Aber ich kann sagen, ich bin das allererste Mal in meinem Leben verschuldet. Ja. Das ist nicht schön. Und das ist beschämend. Und das ist alles andere als toll. Weil jetzt werden alle Leute das erfahren. Und dann bin ich dann so, der weiße, dann bin ich auf irgendeiner Party und alle so, guck mal, der kann mit Geld nicht haushalten. 1 Million Abonnenten auf YouTube, 700.000 Follower auf Twitch. Insgesamt wahrscheinlich 2,5 Millionen Follower auf allen Plattformen, über 3 Millionen. Ich find's so geil, dass er einfach so wirklich Start-Stop-Videos macht. Also da ist nichts geschnitten, das ist einfach so YOLO. Einfach Abfahrt. Aber er muss ganz, ganz dringend, ich glaube, und weiß auch, dass es schwer ist, er muss weg davon, sich Gedanken zu machen, was andere von ihm denken. Ne? Ja. Er ging ja sofort wieder in die Richtung so, oh, was denken die Leute jetzt von mir, wenn ich da irgendwie schlecht gewirtschaftet habe oder ich habe da was gemacht, die denken doch wieder, ich bin hier der Vollspaß. Genau so ist er ja auch in die Scheiße reingekommen und hat sich irgendwie teure Sachen geholt. Also vielleicht, ja, es ist ja heutzutage, kann man das ja auch sagen, ne? Es ist ja, und kann man auch gerne machen.
kann man auch mal zum Psychologen gehen oder sonst irgendwo hingehen und sich einfach mal beraten lassen oder sonst Selbsthilfe oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Also und mit Leuten sprechen, Freunden sprechen. Man irgendwas. Kann auf jeden Fall sagen, Leute, die wegen sowas schlecht über dich denken, das sind Leute, auf dessen Meinung du einfach nichts geben musst. Das sind einfach, die kannst du auf die ganze ficken. Ja. Die werden ihre Meinung haben und das ist auch, können sie machen, aber so, das sollte einen selber nicht in seinem Handeln beeinflussen. Ja, schön gesagt. Aber, ne, wie gesagt, so, dass er im Minus ist, das. Aber er hat ja immer noch ganz viele, hoffentlich zumindest, ganz viele teure Balenciaga-Klamotten und sowas. Die kann er noch veräußern, um seine Steuerschulden zu bezahlen. Hoffentlich. Oh, dass ich Steuerschulden habe. Wie kann man so dämlich haushalten, währenddessen andere sich ein Haus kaufen, Alter? 400 Quadratmeter auf easy. Kann man ja auch machen eigentlich mit der Größe, wenn man richtig damit umgehen würde. Aber was habe ich getan? Ich war scheiße kaufsüchtig gewesen. Schön, dass ich jetzt 250 T-Shirts zu Hause habe, wovon mir die Hälfte nicht passt, weil ich immer eine Größe kleiner gekauft habe, weil ich mir dachte so, oh, auf nice, ich nehme eh ab, dann kann ich das richtig schön tragen. Ja, hat bis heute nicht geklappt. Bis heute 6 Kilo zugenommen. Ich kann diese ganzen T-Shirts gar nicht tragen. Nice. Ich sitze hier, Alter, in diesem Auto, wo der TÜV abläuft, wo ich nicht weiß, wie lange es noch fährt, weil der 200.000 Kilometer runter hat und irgendwelche Geräusche von sich gibt, Alter, und ich habe einfach komplett verkackt. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Jetzt, ich habe viel zu spät realisiert, was das ist. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe, jetzt realisiere ich, jetzt ist mir das wieder peinlich. Jetzt besinne ich mich wieder auf meine alten Gedanken und denke mir so, was ist das? Was habe ich hier eigentlich gemacht? Oh Junge, mein... Wisst ihr, was ich meine? Ich bin am Arsch. Aber ich wollte das einfach nur mit euch teilen. Finde ich es lustig? Nein. Komme ich da weg? Ich denke schon. Wird es dauern? Ich denke schon. Ich habe es verkackt, Leute. Ich hätte es beweisen das können, dass ich anders damit umgehe als Miguel Pablo, die anderen. Wir haben uns letztens noch letztens onstream haben wir noch uns die Reaction von Simex angeguckt. Was meint ihr, was ich da in meinem Kopf? Er sagt in seiner Reaction so, ja, ich habe Steuerschulden in meinem Chat, in meinem Twitch-Chat schreiben alle rein, ah, was für ein Idiot, wie kann man das nicht wissen? Und ich denke mir so, ich muss mich so zusammenreißen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ist jetzt so, mehr kann ich euch nicht sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, haut rein, Leute. Ciao. Er hat halt nicht verkackt, weil er ist halt einfach in der sehr privilegierten Situation, dass er höchstwahrscheinlich mit seinem YouTube-Kram, Twitch-Kram und sowas weiter ganz gut verdienen wird, wenn er jetzt wieder anfängt, Zeug hochzuladen und was zu machen und nicht das nächste Video wieder 3 Monate dauert oder 6 Monate oder was auch immer, dass er das Geld einnehmen wird und das Geld abzahlen kann und nicht irgendwie die Privatinsolvenz gehen muss und sowas. Das ist halt ein bisschen was anderes als verkackt. Also es ist gerade eine beschissene Situation. Ja. Er hätte das besser machen können, ist ja auch selbst verschuldet. Er kann, wie gesagt, wahrscheinlich noch, wenn er 250 T-Shirts hat, von denen ihm die Hälfte nicht passt, dann kann er die verkaufen. Dann bekommt er vielleicht zumindest die Hälfte des Geldes dafür, was er ausgegeben hat. Und er wird auf jeden Fall, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie hoch seine Schulden sind, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn es nächstes Jahr wieder gut läuft, dass er das dann schon nächstes Jahr wieder abbezahlen kann. Ja, und es ist alles andere als jetzt irgendwie total verkackt. Es wäre nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn sein Kanal nicht laufen würde, ne? Aber so ist sein Einkommen eigentlich noch relativ gesichert. Vor 3 Monaten hat er irgendwie den Gönnergy Energy probiert. 730.000 Aufrufe. Jetzt vor 21 Stunden, das ist natürlich auch ein sehr polarisierendes Video, 142.000 Aufrufe. Das heißt, die Grundlage ist nicht weg, mit dem er Geld verdient. Das heißt, er kann sich da wieder ein gutes Zubrot verdienen. Und deswegen bin ich genau Dekos Meinung. Es ist zwar gerade eine blöde Situation für ihn, aber es ist auf jeden Fall nicht beschissen, weil wäre sein Kanal jetzt auch noch tot und er würde jetzt 300 Aufrufe auf die Videos bekommen, dann wäre es schwierig. Aber so hat er sehr schnell die Möglichkeit, auch wieder sehr schnell viel Geld zu machen. Ne? Das muss man ja auch dazu sehen. Also er hat immer noch die sehr privilegierte Situation, die wir ja auch haben. Wobei ich würde schon sagen, dass Tanzi da noch ein bisschen privilegierter ist. Auf jeden Fall. Der wird keine krassen Probleme haben, das Geld zu verdienen und seine Schulden abzubezahlen. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie hoch die sind, aber also ich glaube nicht, dass er da länger als 1 oder 2 Jahre für brauchen wird. Ja. Also nochmal kurz. Tipp an den Kollegen, so komm von den Leuten weg, die dir das Gefühl geben, dass du viel Geld ausgeben musst, um irgendwie dazuzugehören und das Gefühl zu haben, dass sie dann nicht schlecht über dich reden, nur weil du viel Geld ausgibst. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich irgendwie abgeben sollte.
und kurz ein paar Internas. Also als YouTuber können wir euch sagen, dass ihr massiv am Arsch seid. Also gerade in Hannover, ich hatte schon 2 Sonderprüfungen, wo das Finanzamt alles, was ich mir irgendwo mal gekauft habe, was ich irgendwo mal irgendwo angegeben habe. Also als YouTuber wirst du einfach sofort ausgepickt und die wollen dich auseinandernehmen. Hast du irgendeine Scheiße gemacht, die nehmen dich auseinander. Deswegen musst du gerade als YouTuber, gerade in den neuen Berufen, musst du dich einfach, da musst du gut deine Ablage aufbauen. Und ganz am Anfang hatte ich eine richtig beschissene Ablage, die jetzt erst im Laufe der letzten Jahre sich verbessert hat, weil man eben in den Arsch gefickt wird vom Finanzamt. Die ganze Zeit. Ja. Also und als kleiner, ich weiß nicht, wie es bei anderen Mittelständischen ist. Ich würde sagen, dass wir so ungefähr im Bereich von so einem mittelständischen Unternehmen sind. Kleines mittelständisches Unternehmen. Vielleicht ist es bei anderen genauso, mittelständischen Kleinunternehmen, aber also wir haben jetzt privat schon jeweils 2 Sonderprüfungen reinbekommen und ich glaube, unsere Firma hat auch schon 2 oder sogar 3 Stück gehabt. Ja. Ich finde das komplett unverhältnismäßig. Bei mir haben die sogar rumgemeckert bei der letzten Wohnung, weil ich da ein Büro angemeldet habe. Dann wollten die ganze Umrisse, Grundrisse haben davon das und sagen, auch warum da eine Couch drin steht und so eine Scheiße. Ja, und dann haben sie eiskalt halt gesagt, okay, rechnen wir nicht an. Nebenan war noch ein Zimmer. Ist ein Durchgangszimmer, wird als Büro nicht angenommen. Aber das ist leider so. Also das sind so dieses typische Einmal-Eins. Ja, das ist leider so. Cum-Ex, 30 Milliarden irgendwie geklaut, Steuern oder sowas, verjährt halt einfach. Und die kleinen Leute werden den Arsch gefickt. Alter. Obwohl wir, seit wir angefangen haben, selbstständig, Digga, ich reg mich da so drüber auf, Alter. Wir haben alles immer getan, um unsere Steuern hier zu bezahlen. Wir sind nicht ausgewandert. Wir haben unsere Firma nicht auf Zypern oder Madeira oder irgendwie sowas hingesetzt. Wir haben, seit wir angefangen Geld zu haben, Steuerberater uns geholt, damit alles möglichst in ordentlichen Bahnen läuft und alles schön glatt ist und dann nicht irgendwas hinterschlagen wird, erzogen, was auch immer. Und die ficken dich einfach als kleinen Typen in den Arsch und gönnen dir nicht, weiß ich nicht, die Butter auf dem Brot. Und solche anderen Sachen, wo halt wirklich riesige Summen auf dem Spiel stehen, das verjährt einfach. Weil, ich weiß nicht. Ja, also ein paar Muchachos wollen auf jeden Fall, dass wir keine Steuerschulden haben. Vielen Dank, 11 Monate. Alfischiak, Pina Colada, Mac2A0 und Jonky. Vielen Dank. Dank euch kriegt das Finanzamt auch wieder ein bisschen was. Yeah. Vielen Dank. Nee, aber mit dem Durchgangszimmer, ja, das ist eigentlich so Common Sense leider, ne? Also, man muss es nicht verstehen, aber... Ja, ich weiß, aber ich verstehe den Grund nicht, warum ein Durchgangszimmer kein Büro sein darf. So, was zum Fick, warum? Ja. Aber nun gut, es ging ja jetzt um Tanzverbot. Ich fand das eine erfrischende Reaction. Fand ich sehr, sehr geil. Und ich fand es cool, dass er so offen drüber redet. Ja, das war auch sehr cool. Den muss man ja auch haben. Also gerade wenn er sich so viel Gedanken darum macht, wie andere Leute in den Kreisen da über ihn denken, muss man den Mut erstmal haben, dann sich in so einem 10-Minuten-Video hinzusetzen und zu sagen, hier, mein Geld ist weg, ich bin pleite. Das ist schon stark. Und jetzt die Frage an Deko. Haben wir Stay übertroffen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, war davor... In der Länge? Also in der Länge haben wir Stay sowieso übertroffen. no offense. Aber vor 8 Minuten hat jemand geschrieben, 30 Minuten Reaction-Check. Okay, dann haben wir es geschafft. Muchachos, heute wieder legendär. Schaut euch natürlich auch das Tanzverbot-Video an. Ganz, ganz wichtig. Der Junge braucht Geld. Er braucht den natürlich Support, ausschalten. Muchachos. Er braucht den Support. Und vielen, vielen Dank auch für euren Support. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei der weiteren Reaktion. Muchachos, Daumen nach oben ballern. Bis dann. Oder auf den anderen Channels auch, ne? Ehrenlord und Main Channel. Bis ja. Bye, bye. Reingehauen.